Was zur Roulette Kesselgucken Technik Autor D. Seltsank kennt sie oft kursiert in Internetforen und in der Literatur der Begriff Summer. Da uns viele Spieler nach Details zu solchen Geräten fragen, hier ein paar kurze Informationen. Zu Beethoven komme ich auch noch. Der Begriff entstand dem US-Sprachgebrauch und lässt sich mehr oder minder gut mit Daumendrücker übersetzen. Die Urform des Summers wurde eben nur mit dem Daumen bedient. Der Summer ist ein Taktgeber, der einen konstanten Puls abgibt. Per Vibration oder LED oder per Stromschlag, für Masochisten. Es gibt Geräte mit justierbarem Puls und welche, die schlicht nur einen Takt beherrschen. Wozu das Ganze? Nun, Kesselgucker benötigen für viele Methoden einen fixen Zeittakt, um eine Kugelumlaufrunde exakt erkennen zu können. Oft ist die Runde gesucht, in der die Kugel eine Sekunde, Beispiel, benötigt. Da Stoppuhren fast verboten sind, bedient man sich also anderer Hilfsmittel, unter anderem dem Summer, der ja verborgen in der Hosentasche oder der hohlen Hand bedient wird. Es gilt zwei Typen zu unterscheiden. Der eine Summer startet per Tastendruck und liefert ab diesem Moment einen festen Puls. Manche Geräte mit Relais schalten nach dem Tastendruck schlicht einmal mit fühlbarem Klack nach einem definierten Zeitabschnitt. Oft per PuDi einstellbar. Solche Geräte können Hobby-Elektroniker schon zusammenlöten, Bauteile für ein paar Euro und etwas Geschick vorausgesetzt. Relais haben nur ein Problem, sie sind von der Ladung der Batterie abhängig. Ist diese schon zu schwach, kann das Relais auf sich warten lassen und den Zeittakt verfälschen. Geräte mit Vibrationstakt sollten eng am Körper getragen werden, sonst merkt man vielleicht zu wenig. Andere Geräte liefern ununterbrochen einen Puls. Sie sind eher mit Metronomen vergleichbar, wie sie jeder Musiker kennt. Mancher erinnert sich auch an die Knechtschaft der Pianostunden, bei denen das Taktell, alter Begriff für Metronom, oben auf dem Klavier einem gnadenlos das eigene unrhythmische Spiel vor Augen führte. Beethovens Büste schaute dann immer extra grimmig. Ein bekannter Vertreter ist die sogenannte Metronomuhr. Sie hat den Vorteil, dass sie wie eine Uhr am Handgelenk getragen wird und der Puls in einem sehr großen Bereich einstellbar ist. Eher für Musiker oder Jogger erfunden, aber auch für Kesselgucker nützlich. Der Urvater des modernen Kesselgucker-Roulettes, der weltweit bekannte Kesselgucker-Wissenschaftler Seltsank Genzi, hat sogar in seinem Buch Professional Roulette Prediction eine Bauplan samt Stückliste abgedruckt, ideal für jeden Bastler. Auch zeigt er einen fertig gebautes Hammer mit seinem Skript Roulette Prediction. Roulette Kesselgucken Technik Selmk Genzi Seltsank Genzi Roulette Spin Roulette Kessel Roulette Selmk Genzi Seltsank Genzi.